Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind wieder auf Terra 2. Und wir sind in Byzantium. Die Herzogin. Wir sind auf Sightseeing-Tour so ein bisschen bummeln. Da gucken wir uns mal an, was die hier alle haben. Fedora mit rotem Band. Oh, die passt auf. Voll schade, oder? Der passt auch auf. Was haben wir hier? Das ist hinter Glas. Das ist nur zum Gucken, nicht anfassen. Das hier ebenfalls. Nur gucken, nicht anfassen. Das sieht man das ja gar nicht so richtig. Bowler, Business, formal. Eine Melone. Auch schön. Das will ich haben. Gibt's das auch mit weißem Hemd? Aber es ist so eine Krawatte mit dabei. Zeig nochmal. I can't wait to see those outfits. If I do somehow drop dead in here, promise me you'll drag my corpse somewhere with monsters. What can I do for you, darling? Yep. Wird versprochen. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Nein, das habe ich jetzt nicht gefunden. Habe ich jetzt gerade so überlegt, dass wir ein Outfit haben wollen, ein bestimmtes hier. Warum fällt mir das jetzt übrigens erst rein? Eine rote Jacke und ein weißes Shirt und eine blaue Hose. Und dann bräuchten wir auch eine andere Frisur vielleicht. Orange. Na, wer weiß, wen ich damit meine? Der weiß, wen ich damit meine. Where else are you going to find art, culture, working toilets? I'm sure other colonies have cities like this. But those are so far away. I'm talking about Halcyon. In that case, thank the law we've got the chairman and the minister to keep the rabble at bay. Finde ich gut, dass die sich hier alle unterhalten. Es ist aber nicht ganz so wie in The Elder Scrolls 4. Es ist, da konnte man ja, oder ich glaube sogar in Skyrim, in Elder Scrolls 5, konnte man auch zuhören und hat dann mal durchs Zuhören schon Aufträge bekommen. Belingslies House des Rausches. Und New Yorker ist nicht dabei. Naja, wir gehen ja nochmal hierher. Du bist aber die neue New Yorker für uns, oder? Parvati hat dir doch Spaß gemacht, mit uns zu saufen auf der Groundbreaker, oder? Du fandest es gut, glaube ich. Ich hatte auch viel Spaß. Moment. Können wir mit euch reden? Redet ihr mit uns, reiche Bürger? Sagt ihr was? Today's trends are tomorrow's trash. Oh, ihr seht gelangweilt aus. Ich sehe das gleich. Those wastrels in Emerald Vale have all abandoned their work. Did you know? How typical. Ja, und du bist hier scheinbar der Koch. Nein, du bist die Essensausgabeeinheit. Hey, wir gehen hier mal gucken. Oh, guckt euch das an. Wie schön das gemacht ist hier. So viele Lichter. Und sitzen dürfen wir auch nicht hier. Schade. Aber tolle Tapeten. Ich bin begeistert. Ihr habt ein richtig schönes Geschäft hier. Reicher Bürger. Noch mehr reiche Bürger. Reicher Bürger. Und wir haben... Echt? Wir haben eine Aufgabe hier? Warum haben wir eine Aufgabe hier? Das wollten wir jetzt noch nicht angehen eigentlich. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir das gleich machen. Ach, hier optional. Ja klar, machen wir das dann. Okay, dann schauen wir uns das doch mal ganz kurz an. Dann machen wir vielleicht doch eine halbe Aufgabe jetzt während unserer Sightseeing-Tour. Die Stadt und die Sterne. Jetzt, wo Phineas weiß, dass Mr. Clark Dimethylsulfidoxid in Byzantium gehortet hat, musst du bloß noch für ihn in die Stadt kommen, um es zu stehlen. Ein Kinderspiel. Optional interessiert uns also. Sprich mit den Wachen des Ministers. Einige der Wachen von Minister Clark hängen in einer örtlichen Bar rum. Einer von ihnen könnte Informationen über Clarks Residenz haben. Ja, das machen wir dann. Aber erstmal gucken wir uns die reichen Bürger noch an. Dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Nur weil da gerade eine Tür war, die blau war.
Oh, ist das schön. Das ist aber schön. Aber warum? Das sieht bequem aus, oder? Aber das ist alles so sauber. Deswegen ist das vielleicht so schön. Ungewohnt. Hier ist wahrscheinlich das Restaurant oder die Küche. Oder der Ausgang. Okay. Ist ja schon gut. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur geguckt. Keine Toiletten hier. Ja, dann sprechen wir mal mit Mr. Billingsley. Have you tried our new cocktail, sponsored by Rizzo's? One part purple spectrum vodka, one part artificial tomato-like substitute juice. We call it a blue Bloody Mary. Oh, ja, her damit. Ich könnte einen Drink vertragen. Then you'll want to speak with our auto-mechanical inebriation assistant, located just over there. Was? Bist du nicht der Barkeeper? Quite so, but I would never lower myself to do something as gauche as tending bar. My auto-mechanical assistant does all the work for me. Ich möchte aber lieber, dass das von einem Menschen gemixt wird. Ah, nichts gegen Roboter, Entschuldigung, aber... Der guckt gerade so, als könne er das auch. Und schön rumwirbeln die Flaschen, ja, so wie in Cocktail. Ach, ich wollte dich was fragen. Oh, by all means, ask away. Wie ist es denn so, in Byzantium zu arbeiten? Oh, Moment. Hast du irgendwelche interessanten Gerüchte aufgeschnappt? Ah, wie ist es hier zu arbeiten? I don't believe in work. Work is for auto-mechanicals and lower classes. Ist das dein Ernst? Da ist was dran. Wer erledigt dann die ganze Arbeit hier? Ah, da entgeht hier aber was. Ein Tag voll harter Arbeit hat schon etwas Befriedigendes an sich. Naja, ich finde, etwas Befriedigendes hat etwas Befriedigendes an sich, aber so kann man es auch sehen. Ja, doch, das hat was, wenn man was... Ja, ich weiß, ich sag schon nichts mehr. Wer erledigt denn hier dann die ganze Arbeit, ja? By auto-mechanicals, of course. Byzantium's fleet of mechanical servitors are programmed to simulate a labor force, but without all the unsightly workers milling about. We all have our roles in society. I like to think of myself as an entrepreneur. This drinking establishment is my investment. Hast du irgendwelche interessanten Gerüchte aufgeschnappt? Maverick Johnston's about to release his new picture. From what I hear, they've already started shooting. Ah, vielleicht waren wir da sogar dabei. Ich glaube schon. Und wofür stehst du denn eigentlich hier? Wieso haben wir dich angesprochen? Gerüchte kannst du erzählen. Hast du noch eins? Rizzo's Spectrum Vodka is about to release its newest color, ultraviolet. Completely invisible to the naked eye. Die Erfindung einer brandneuen Farbe. Das muss ich mir merken. Das hat doch was. Do you know Celeste Joliker? I've heard she's working on some spectacular new design. Ja, ja, auch da haben wir unsere Finger im Spiel. Und hast du sonst noch irgendetwas aufgeschnappt? Maverick Johnston's about to release his new picture. From what I hear, they've already started shooting. Na schön, sonst hast du nichts Neues aufgeschnappt. Do you know Celeste Joliker? I've heard she's working on some spectacular new design. Ta, erwischt, du hast das von Rizzo's ausgelassen. Hast du noch ein Gerücht aufgeschnappt? Rizzo's Spectrum Vodka is about to release its newest color, ultraviolet. Completely invisible to the naked eye. Hm, ja, dann gehen wir mal. Aber wir reden noch What mal. What can I do for you? Nein, er verkauft nichts. Der ist total überflüssig hier. Das ist ja der Hammer, oder? Ach so, wir sollen hier bestellen, oder? Nö, die sind doch beschäftigt hier, oder nicht? Please allow me to improve your drinking experience with fine cocktails and pre-approved banter. Prima. Gib mir einen Drink. Lizenzierter Smalltalk. Wie könnte ich da widerstehen? Request confirmed. Banter protocol activated.
Welcome, attractive patron, to Billingsley's House of Inebriation. Did you know that I am a priceless heirloom, custom-built for the Billingsley family? Please remember to thank Mr. Billingsley for allowing you to bask in my presence. Ja, werde ich machen. Interessant, ja, das werde ich mir merken. Gib mir einen Drink. Die haben noch hier den Blue Bloody Mary. Wo ist der? Glacier Water Iceberg Aged Whiskey. Sollten wir eigentlich Whiskey wegen Whiskey? Sollten wir den eigentlich nehmen? Trippy Stout, Rum und Something, Spectrum Wodka, LG Lager und Zero G Brew. Das ist aber alles nicht das, was ich will. Ja, dann will ich nichts. Nö, von ist ja gar nicht da, sein Spezialdrink. Müssen wir uns selber mixen vielleicht. Hey du. Lass dir Zeit. Hey, stand back. You. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Solltest du denn auf der Arbeit trinken? Ach, ich wusste ja nicht, dass du eine so wichtige Person bist. Oh, ganz ruhig. Ich wollte nur mal eben aufs Klo. Genau, warum ist hier kein Klo? Da, ich wusste ja nicht, dass du so eine wichtige Person bist. Yep, you're looking at the minister's newest personal guard. Right here. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Aha. Feuertaufe oder so. Was ist so wichtig daran, Minister Clark zu beschützen? Ah, kannst du mir etwas über diesen Minister Clark erzählen? Kannst du mir was über ihn erzählen? Oh, he's a medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. Aha. Just like in his posters. So, so, wirklich vielsagend. Oh, du hast ihn nie getroffen, huh? Everyone tells me he's very private, okay? Besides, I just started. Und warum ist es dann so wichtig, Minister Clark zu beschützen? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Yeah, okay, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Yep. I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Ja, wie wäre es denn, wenn ich dir zum Anlass deiner Beförderung noch einen Drink spendiere? That's a great idea! I'll have a Spectrum Vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, cause today's my big day. Genau. He's got powerful good ears, too. And a powerful thirst. You have a Spectrum Vodka for a new pal? Aber klar. Spectrum Vodka. Ja, das machen wir. Ich habe leider keinen Spectrum-Wodka für dich. Nein, den holen wir eben. Ich komme gleich wieder. Lauf nicht weg. Das machen wir jetzt aber. Oder hier kann man keinen Spectrum-Wodka kaufen, oder? Verkaufst du den? Habe ich jetzt gerade nicht so gemerkt, was er alles hat. Der da drüben ist der Verkäufer. Please allow me to improve. Spectrum.
Spectrum Vodka. Das wäre natürlich jetzt total einfach, wenn er hier wäre. Spectrum Vodka, da ist er sogar. Wie teuer ist der? Oh, der ist teuer. Ach, egal. Wir kaufen welche für das Schiff noch. Kaufen wir mal alle hier. So. Hey, Kumpel. Rat mal, was ich dir mitgebracht habe. Hey, you look familiar. Have we met before? Ja, guck mal, was ich hier habe. Auf deine Beförderung. Here's to me. Hey, you're really great. Have I told you that? We should be friends. Oh. Wow. Das ist so nett. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Who am I kidding? I could have another. You got another? Ich, ja klar, hier, auf ein neues. It's not every day you get your dream job, right? Wow, you've got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least two of you. Mindestens zweimal? Ach komm, einer geht noch. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Ugh. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. Oh. I think I'm gonna be sick. Ein bisschen Wasser wäre jetzt ganz gut, glaube ich. Oh mein Gott, wir sollen ihm folgen und den Schlüssel klauen, glaube ich. Ah, Moment, optional. Wir haben hier unten die Aktualisierungen. Mayfield, einer der Wachen von Minister Clark, hat einen Schlüssel zum Anwesen und er feiert gerade seine Beförderung mit Spectrum Vodka. Du hast Mayfield einen Spectrum Vodka ausgegeben. Er wirkt schon angetüdelt. Noch ein paar mehr und er dürfte betrunken sein. Noch ein Spectrum Vodka mehr und Mayfield dürfte geschafft sein. Mayfield geht zur Toilette. Jetzt ist deine Chance, dir den Schlüssel zu schnappen. I just need to sit down. Ja, die anderen Sachen lassen wir mal da. Können wir ihm vielleicht irgendwas da reinstecken als Dankeschön? So ein paar Bitmodule oder so. Dann denkt er, er hat den Schlüssel verkauft am nächsten Tag. Guten Tag. Ich habe nur ein bisschen, ich war nur am Schleichen gerade, weißt du? Also, wir gehen da mal wieder. Hey, hast du gerade getanzt? Hä? Nicht getanzt? Okay, wir hauen mal lieber wieder ab. Wir sind immer noch links rum auf der Tour. Das heißt, wir gehen immer noch links weiter. Da hinten in der Ecke links ist aber, glaube ich, nichts mehr. Oder sitzt hier noch jemand Interessantes? Was habt ihr denn sozusagen? Oh, guck mal, ich möchte auch so ein Ding. Warum? Warum habt ihr denn so einen und ich nicht? Was ist denn das? Ein Teapot-Möter. Der schläft aber. You have a rather exotic presence. A new antique Leo's facial mask, perhaps? Or experimental pheromones? Ooh. Du hast es gemerkt? Jetzt könnte man ja voller Panik hier reinstürmen und sagen, ein Möter! Und das Ding erschießen, aber nein, lieber nicht. Today's trends are tomorrow's trash. Ah ja, das haben wir schon mal gehört, aber ich gebe euch recht, hier kann man ja auch runtergehen. Toll, dann sind wir ja gleich wieder auf der linken Seite. Oh, ist das groß. In der nächsten Folge haben wir also noch ein bisschen was zu untersuchen. Wir gehen aber weiter oben links oder unten links durch, müssen wir. Wir sind ja von links, links, von da sind wir gekommen. Da steht ja auch unser Raumschiff, da kamen wir überall nicht rein. Das Ding ist voll interessant. Das nehmen wir mal als Thumbnail, oder? Ja, ich denke schon. So, und damit bedanke ich mich dann also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Demnächst geht es also da lang weiter, immer schön links rum. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.